Heute Abend hat sich auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Oelde ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund eines plötzlichen Wetterumschwungs, ein Starkregen, hat sich eine Gischt auf der Autobahn gebildet. Mehrere Fahrzeuge mussten stark abbremsen, sind durch dieses Abbremsmanöver ineinander gefahren. Es gab eine Massenkarambolage. Infolgedessen mindestens 12 Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt worden sind. Stand jetzt haben sich 17 Insassen zum Teil schwer verletzt. Zwei Insassen sind hier noch vor Ort verstorben. Die A2 in Fahrtrichtung Dortmund ist für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten vorerst gesperrt. Was raten Sie Autofahrern, die in so eine Situation geraten? Die Sonne blendet, die Straße ist nass, man kann nichts mehr sehen. Sofort die Geschwindigkeit reduzieren, schalten Sie das Warnblinklicht ein und wenn nötig, wechseln Sie auf den rechten Seitenstreifen, nötigenfalls auf den Standstreifen und warten Sie, bis die Gefahr vorüber ist.
Heute in den frühen Abendstunden hat sich auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund, etwa in Höhe der Anschlussstelle Oelde, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es hat sich eine Wetteränderung ergeben, Starkregen hat eingesetzt, infolgedessen hat sich eine Gischt auf der Oberfläche der Autobahn gebildet, sodass die Fahrzeuge ihre Pkw abrupt abbremsen mussten, infolgedessen es zu einer Massenkarambolage kam. Stand jetzt haben wir mindestens 13 Fahrzeuge, zum Teil schwer beschädigt. Fahrzeuge haben sich auch überschlagen und sind auch in die Leitplanke gefahren. Insgesamt sind 28 Personen verletzt worden, zum Teil schwer verletzt. Zwei Insassen eines Pkw sind in den Abendstunden direkt an der Unfallstelle leider verstorben. Auch ein Bus war bei diesem Verkehrsunfall beteiligt. Auch er gehörte zu diesen 13 beschädigten Fahrzeugen. Alle Insassen dieses Reisebusses sind allerdings nicht verletzt worden. Aufgrund dieses Verkehrsunfalls musste die A2 ab der Anschlussstelle Oelde komplett in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Alle drei Fahrstreifen sind dicht. Eine Ableitung wurde ab der Anschlussstelle Oelde eingerichtet. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Verkehrsunfallaufnahme dauern weiterhin bis in die Nachtstunden an. Eine genaue Uhrzeit, wann mit einer Aufhebung der Sperrung gerechnet werden kann, kann ich derzeit nicht sagen. Mittlerweile sind wir ja in den späten Abendstunden, von daher denke ich, dass sich der Verkehr einigermaßen reguliert haben wird und auch die Verkehrsteilnehmer über den Verkehrsfunk die umleitenden Straßen genutzt haben. Es sind noch Verkehrsteilnehmer hier vor Ort. Beschädigte Fahrzeuge müssen noch geborgen werden. Darüber hinaus gilt es, diesen Verkehrsunfall so minutiös wie möglich aufzuarbeiten, Spuren zu sichern. Wir haben Gutachter hier, die noch vor Ort sind. Wir haben noch Rettungskräfte und starke Polizeikräfte. Wenn all diese Arbeiten abgeschlossen sind, dann kann auch mit einer Freigabe der A2 wieder gerechnet werden.